Hallo, heute mal ein Video aus Ungarn. Ich bin gerade im Urlaub. Es gibt aber in letzter Zeit so viele Themen, über die ich eigentlich gern was machen würde und zu denen ich nicht dazukomme. Deswegen möchte ich heute aus dem Urlaub ein paar freie Minuten nutzen, um ein Thema zu besprechen, das mir schon lang ein Anliegen ist. Ich wollte mal auf der Metaebene eigentlich klären, wie ich persönlich mit Informationen umgehe. Wie immer ist das keine konkrete Empfehlung, sondern es ist halt die Art und Weise, wie ich mit einer Gesellschaft, in der es eigentlich einen permanenten Information Overflow gibt, ja, wo man von allen Seiten Informationen auf einen einprasseln, damit rangehe, um mich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Ich gehe also sehr stark nach dem Schema vor, lieber einige wenige Informationen, die ich aber zu 100% verstehe, als jede Menge Halbwahrheiten. Und daher wollte ich in dem Video mal durchbesprechen, die Zahlen, die ich sonst zu einzelnen Aktien, aber auch zu makroökonomischen Überblicken verwende. Was bespreche ich da eigentlich? Ich möchte also zu Beginn auf ein paar Finanzkennzahlen eingehen: Dividende, Cashflow, Bilanzgewinn, Verbindlichkeiten, also die Begriffe, die ich sonst eigentlich immer anwende, einmal durchbesprechen, was genau schaue ich mir da bei Firmen an, und möchte dann im zweiten über auf die makroökonomischen Themen eingehen: EZB-Bilanz, Zinsen, Inflation, was schaue ich mir da öfter an, warum schaue ich mir das an, das, was ich da durchbespreche, habe ich meiner Meinung nach dann zu 100% verstanden, und warum bespreche ich viele andere Statistiken nicht, die man auf vielen anderen Kanälen hört, und die Antwort ist dann, weil oft sehr fraglich ist, was da eigentlich genau gemessen wird. Das möchte ich zum Beispiel anhand der Geldmenge M3 oder der Geldumlaufgeschwindigkeit zeigen, und am Schluss möchte ich noch ein paar so gesehen Empfehlungen abgeben, welchen Experten ich persönlich ganz gut, ganz gern zuhöre. Das sind einige wenige, ja, und welchen ich dann auch weniger zuhöre, weil halt auch hier das Bild dominiert. Es gibt halt so viele Statistiken zu verschiedenen Themen, so viele Experten, manche zu Recht, manche zu Unrecht, zu allen möglichen Themen, dass ich beinahe immer irgendjemanden finde oder irgendeine Statistik finde, die dem entspricht, was ich ohnehin glaube, oder etwas, was dem Gegenteil entspricht. Es ist also meiner Meinung nach in der heutigen Welt notwendiger als jemals zuvor, sich auf einige wenige Informationen zu verlassen. Gesehen, wenn man wandern geht durchs Gebirge, einige wenige markante Punkte sich anzuschauen und dann seine Route zu wählen, als dass man ständig irgendwie neu googelt, ob nicht irgendeine App noch zusätzlich einen Pfad sieht, der aber auf einer anderen auch nicht drauf ist. Ja. Das führt meiner Meinung nach auch praktisch zu wenig. Also lieber wenig Orientierungspunkte, die aber dann wirklich bei Sturm und Wetter bestehen und an denen ich mich orientieren kann, als jede Menge Informationen, die dann aber eigentlich den Bild fürs Wesentliche, das Bild fürs Wesentliche trüben können. Ich habe mich wie üblich sehr gut vorbereitet heute beim Frühstück. Falls jemand wissen will, wo ich gerade bin, sieht er das auch auf diesem Notizzettel. Also in meiner gewohnt sorgsamen Art habe ich mir beim Frühstück ein paar Notizen gemacht, über was ich gern sprechen möchte. Wie gesagt, das Video ist schon länger in meinem Hinterkopf und jetzt im Urlaub komme ich mal dazu, es aufzunehmen. Ich beginne mit den Finanzkennzahlen. Die schönste Finanzkennzahl, die halt gleichzeitig nicht alles aussagt, das tut keine Kennzahl. Vielleicht auch noch vorab, es kommt manchmal die Frage, ob ich nicht mal ein Video nur zu Bilanzkennzahlen machen kann und was es da alles gibt. Ich habe das ein, zwei Mal schon vor über einem Jahr auf dem Kanal versucht. Das endet dann in einer BWL-Vorlesung. Also wenn einem das wirklich in der vollen Tiefe Bilanzierungsvorschriften nach unterschiedlichen Vorschriften, also HGB, UGB, oder IAS, was es da alles gibt. Wenn einem das wirklich in der Tiefe interessiert, dann kommt man, glaube ich, um eine BWL-Vorlesung nicht herum. Das kann ein YouTube-Kanal nicht ersetzen. Das, was ich aber in fast jedem Video zu Aktien bespreche, ist zum Beispiel die Dividende. Die Schönheit der Dividendenzahlung ist, dass es die einzige Finanzkennzahl ist, die meiner Meinung nach noch nie gefälscht wurde, weil sie auch gar nicht fälschbar ist. Wenn also eine Aktie, eine Firma 2 Euro je Aktie an Dividende auszahlt und ich habe 100 Aktien, dann sehe ich auf meinem Bankkonto, ob ich 200 Euro brutto bekommen habe oder nicht.
Das sagt aber schon einiges aus. Zum Beispiel gefällt mir recht gut bei einer Firma, wenn die Firma seit langem einen positiven Bilanzgewinn hat, und immer die Hälfte des Gewinnes oder 40% oder 60% als Dividende ausschüttet. Wenn es da eine lange Unternehmensgeschichte gibt, dann ist das ein Qualitätsmerkmal für sich, weil die Dividende eben die einzige Finanzkennzahl ist, die eigentlich unmöglich, fälschbar ist, weil ich den Cashflow auf mein Konto sehe. Was ich dann sehr gerne auch hier erwähne, ist der Cashflow. Grundsätzlich habe ich die Meinung, dass der Cashflow mehr aussagt als der Bilanzgewinn. Der Cashflow sollte also wirklich messen, was kommt ins Unternehmen rein an Cash und was geht raus. Ja? Und wenn ich also einen positiven Cashflow habe, dann heißt das, dass ich Geld zur Verfügung habe. Ja? Beim Bilanzgewinn sind zum Beispiel Abschreibungen drin. Ja? Das ist ein häufiger Punkt, der im Cashflow nicht drin ist. Ja? Wenn ich also einen Maschinenpark habe, der 10 Millionen Euro wert war beim Kauf und ich schreibe den auf 10 Jahre ab, dann vermindert sich jedes Jahr mein abzuschreibendes Gut im Wert um 1 Million Euro. Es sinkt also um 1 Million Euro. Ich habe hier einen Verlust von 1 Million Euro. Das wäre so ein Posten, der ist im Bilanzgewinn drin, der ist aber im Cashflow nicht drin. Ja? Und wenn mich zum Beispiel, also natürlich ist das richtig, auch der Bilanzgewinn, nach 10 Jahren muss ich den Maschinenpark erneuern und dann brauche ich wieder 10 Millionen. Ja? Also wenn ich jedes Jahr gerade einen positiven Cashflow habe, aber keinen Bilanzgewinn oder negativen Bilanzgewinn, werde ich irgendwann mal Probleme bekommen. Soweit stimmt die Buchhaltung und das ja auch alles. Aber gerade wenn ich mir Firmen anschaue, die Turnaround-Kandidaten sind, die jetzt momentan mit den hohen Zinskosten ganz reale Probleme haben, dann ist die Aussagekraft des Cashflows, kommt noch mehr rein, als rausgeht, zum Beispiel inklusive Zinszahlungen, eine ganz wesentliche und meiner Meinung nach wesentlicher ist der Bilanzgewinn, um zu sehen, ob die Firma wirklich akute Probleme hat. Was ich hier aber schon im Hintergrund haben sollte, das kann ich eben nicht in jedem Video besprechen, deswegen wollte ich einmal jetzt im Urlaub, wo ich ein bisschen mehr Zeit habe, den Hintergrund erwähnen. Der Cashflow ist kein Teil der offiziellen Bilanz. Ja. Und alles, was nicht Teil der offiziellen Bilanz ist, ja, wird weniger stark von Wirtschaftsprüfern testiert. Da gibt es dann, je nachdem, in welchem Börsensegment eine Firma gelistet ist, Zusatzvorschriften. Also auch der Cashflow ist nichts, wo die Firma irgendwas hinschreiben kann, sondern in der Regel gehe ich immer positiv davon aus, dass das nach bestem Wissen und Gewissen errechnet worden ist. Aber im Gegensatz zum Bilanzgewinn, wo es also eine Summe an Vorschriften gibt, welche verschiedenen Sachen wie zu verbuchen sind und wie in den Bilanzgewinn reinkommen, hat die Firma beim Cashflow wesentlich weniger Menschen, die hier dem Controlling auf die Finger schauen. Und somit, wenn ich eine böse Absicht hätte, dann könnte ich beim Cashflow leichter, meiner Ansicht nach, tricksen als beim Bilanzgewinn, weil es hier eben weniger Vorschriften gibt. Ja. Es ist auch die Frage, also was der Bilanzgewinn ist nach einer bestimmten Bilanzierungsmethode, ist in hunderten Seiten Rechnungslegungsvorschriften definiert. Auch da hat natürlich die Buchhaltung immer Spielräume, aber es ist im Grunde sehr, sehr gut definiert. Beim Cashflow kann die Firma viel leichter irgendwas darstellen, weil es kein so stark geschützter Begriff ist. Was mir da zum Beispiel mal aufgefallen ist, ist meiner Meinung nach die unseriöse Praxis der Firma Tesla, die allen bekannt ist, hier einen adjustierten Cashflow anzugeben. Das hatte ich also auch schon mal in einem Video, wo ich in Frage gestellt habe, ob Tesla dauerhaft die Expansion aus dem Cashflow bezahlen kann. Das war meine Herangehensweise und das habe ich zumindest in Frage gestellt, dass Tesla gerade sehr hoch bewertet war. Und damit erklärt, warum ich da mal eher vorsichtig wäre. Ja. Und da kamen dann sehr bald Kommentare mit wunderschönen Grafiken, die von der Firma Tesla selber kamen, wo ein Cashflow ausgewiesen war, der viermal so hoch war wie der, den ich zur Verfügung hatte, den ich mir rausgesucht habe. Ja. Ich habe mir dann genauer angeschaut, was kommentieren die Leute, sicher auch nach bestem Wissen, dass sie da was anders gefunden haben. Und das war dann der ums Finanzergebnis adjustierte Cashflow. Gerade wenn ich mir aber den Cashflow anschauen will, eines Unternehmens, dann interessiert mich eben nicht irgendwas Adjustiertes, wo was rausgerechnet ist, was reingerechnet ist. Das habe ich dann nach sehr strengen Vorschriften beim Bilanzgewinn.
sondern mich interessiert wirklich der reine Cashflow. Und Tesla hat jetzt Folgendes gemacht. Wir stellen uns vor, wir würden keine Zinsen zahlen. Was hätten wir dann am Cashflow? Aber das ist natürlich nicht der richtige Cashflow, weil wenn Tesla 400 Millionen Zinsen zahlen muss, dann sind die 400 Millionen aus den Einnahmen, die ins Unternehmen reinfließen, auf der Seite vom Cashflow, natürlich nicht mehr da, ja. Und das muss man eben zum Beispiel wissen. Also deswegen ist meiner Ansicht nach der Cashflow an sich die bessere Zahl gegenüber dem Bilanzgewinn. Sie stellt für den Status quo die Sache, wie gut eine Firma dasteht oder wie schlecht sie dasteht, ein bisschen besser dar. Aber ich muss eben wissen, dass es hier wesentlich laxere Vorschriften gibt, weil eben der Cashflow keine Zahl ist, die nachher in die Firmenbilanz reinkommt. Ja. Wenn Firmen, gerade DAX-Unternehmen, sie nachher trotzdem veröffentlichen, dann haben sie von der deutschen Börse und so weiter natürlich durchaus zusätzliche Vorschriften, was wie zu berechnen ist. Aber es ist nicht so streng wie der Bilanzgewinn. Oder kommen wir mal zunächst zum operativen Gewinn, den ich auch sehr oft auf dem Kanal verwende. Der operative Gewinn ist halt der aus dem Kerngeschäft. Ja. Also sehr oft habe ich hier eben zum Beispiel ein Finanzergebnis, wenn zum Beispiel eine Firma gerade viel Cash einnimmt, ja, und sie kauft eigene Schulden am Markt zurück und kann zum Beispiel durch die Zinserhöhungen, die wir jetzt sehen, das machen gerade einige Firmen, kaufen sie eigene Anleihen, die nominal einen Wert von 100 haben, am Markt um 90 zurück und können dann mit jeweils 90 Millionen zum Beispiel, mit denen sie ausstehende Schulden im Wert von 100 Millionen zurückkaufen, einen Bilanzgewinn von 10 Millionen machen. Der kommt aber dann nicht aus dem operativen Geschäft. Gerade Firmen, die sehr seriös aufgestellt sind, die jetzt noch einen hohen Cashflow haben, die sehr niedrige Schulden haben, aber doch Schulden haben, können das jetzt momentan machen. Das ist ein Qualitätsmerkmal, wenn eine Firma das jetzt machen kann. Aber es ist dann nicht Teil des operativen Gewinns. Ja. Das muss ich halt auch irgendwo im Hinterkopf haben. Dagegen ist der Bilanzgewinn, das ist wiederum eine sehr saubere Zahl. Ja. Also wenn ich beim Bilanzgewinn irgendwas falsch darstelle, dann bin ich sehr schnell als Geschäftsführer, als CEO oder als Vorstand eines Unternehmens mit einem Bein im Kriminal, wie man in Wien sagt. Ja, also da ist die Hemmung schon relativ groß, ja, Wirecard und so weiter, Enron, wir kennen die Skandalfirmen, wo es dann trotz aller Prüfungen Bilanztricks gab, die dann auch strafrechtlich die Gerichte bemühen, aber das sind zum Glück die großen Ausnahmen. Ja. Aber im Verhältnis eben, also Tesla macht sich nicht strafbar, es ist auch nicht der Vorwurf da, dass Tesla hier etwas macht, was strafbar ist. Aber wenn ich natürlich einen ums Finanzergebnis adjustierten Cashflow darstelle und ich habe das so im Stern, wo das dann drunter steht, aber auf der Grafik kommt was viel Höheres raus, das kann ich halt einmal recht schnell machen. Beim Bilanzgewinn habe ich sehr strenge Vorschriften, wo eine ganze Legion an Buchhaltern, die das Ganze kennen, an Rechnungslegungsspezialisten an der Erstellung der Zahlen beteiligt sind. Und da kann auch in einem Unternehmen wie bei Tesla nicht auf einmal der Herr Musk kommen und sagen, ich hätte gern 5 Millionen mehr dargestellt, dann wird die Buchhaltung sagen, das geht nicht. Ja, also sozusagen auf der Seite bin ich sehr, sehr sauber. Dafür ist der Bilanzgewinn halt etwas, wo zum Beispiel, wo alles reinfließen sollte. Ja. Also wo der Wert der Immobilien rein spielt. Ja. Also wenn eine Firma, die jetzt keine Immobilienfirma ist, ja, sondern die zum Beispiel ein Industrieunternehmen ist und noch aus historischen Gründen die Firmenzentrale mitten in einer boomenden deutschen Stadt hat und die Firmenzentrale war vor 10 Jahren 100 Millionen wert und ist jetzt 400 Millionen wert, dann gibt es da also einen realen Bilanzgewinn von 300 Millionen, der natürlich in dem Sinn auch real ist, weil die Firma jetzt mehr wert ist um diese Wertsteigerung, aber da halt nicht aus dem operativen Geschäft kommt. Das sind halt dann meistens Einmaleffekte, ja. Das heißt, eigentlich sehe ich persönlich den Cashflow als besser an als den Bilanzgewinn, aber gerade dann, wenn es eine Firma ist, die eventuell schon ein bisschen skandalträchtig ist, wo es schon um Leerverkäufe geht und wo schon Gerüchte da sind, dann wiederum taugen meiner Meinung nach die Zahlen, die von den Vorschriften her am exaktesten definiert sind, am besten. Das ist so meine Herangehensweise.
Was ich mir dann auch noch fast in jedem Video anschaue, sind die Verbindlichkeiten. Hier wäre eigentlich schöner, sich die Schulden eines Unternehmens anzuschauen. Ich schaue mir momentan bei jeder Firma an, wie wirken sich die steigenden Zinsen aus. Ja? Ich bin da also eher von der Seite, dass ich schon länger gesagt habe, die Zinssenkungen hören nicht so bald, die Zinserhöhungen hören nicht so bald auf. Ich bin mir auch nicht sicher, wenn die Zentralbanken jetzt die Zinsen senken würden, ob die wirklichen realen Zinsen im Markt sofort nachgeben würden. In die eine Richtung ist gegangen, allerdings solange die Geldmenge sinkt, wird spannend, wenn die Zentralbanken jetzt einen Mini-Zinsschritt machen und die Zinsen zum Beispiel um 0,5% senken, ob dann auch wirklich die Marktzinsen nachgehen. Ich bin also da bei meinen Aktieninvestment so, dass ich mir eher überlege, was passiert, wenn die Zinsen langfristig höher bleiben, zumindest höher als viele Marktteilnehmer das momentan einschätzen, kriegt dann die Firma Probleme. Und hier habe ich dasselbe wieder. Eigentlich wären die Finanzschulden, die Schulden, auf die Zinsen gezahlt werden, die bessere Zahl. Allerdings, was eine Firma als Verbindlichkeit darstellen muss, ist wiederum eine sehr saubere Zahl, weil es für jede mögliche Verbindlichkeit in der Zukunft exakte Vorschriften gibt, wie die runterzurechnen ist, wie die in der Bilanz stellbar ist. Ja. Was dann Verbindlichkeiten und Schulden sind, da gibt es in einzelnen Fällen durchaus fließende Übergänge. Ja. Also eine der letzten Firmen, die ich da besprochen habe, war Hapag-Lloyd. Hapag-Lloyd ist Musterbeispiel für einen unglaublich schön strukturierten Geschäftsbericht, die wirklich schön gegliedert haben. Das sind unsere ausstehenden Anleihen, also Schulden. Das sind Bankkredite, also Schulden. Und das sind Verbindlichkeiten, zum Beispiel Hapag-Lloyd, also die Reederei, die Container transportiert von Kunden, die schon eine Anzahlung geleistet haben, damit das Recht haben. Also Hapag-Lloyd hat sich dann schon verpflichtet, die Dienstleistung zu erbringen, den Container von A nach B zu bringen, aber hat das noch nicht getan. Dafür werden Kosten entstehen und das sind natürlich Verbindlichkeiten. Ja. Das ist aber eher die Ausnahme, dass eine Firma das so sauber darstellt, dass es auch für jemanden, der von mir aus kein Laie ist, ja, der aber jetzt nicht hunderte Stunden damit verbringt, innerhalb kürzester Zeit sichtbar ist, was sind Schulden und was sind Verbindlichkeiten. Da gibt es zum Beispiel ein Video hatte ich über Sony. Ja. Da ist mir zum Beispiel nicht klar, da gibt es immens hohe Verbindlichkeiten, aber deutlich geringere Schulden. Und das ist nicht hundertprozentig plausibel und für mich erklärbar. Ja. Sicherheitshalber lasse ich dann eher die Hand von dieser Aktie und gehe auf Aktien, wo ich mir das Ganze sicher erklären kann. Was ich aber eigentlich vor allem sagen mag, das waren die Zahlen, die ich hier oft bringe. Ja. Das deswegen, weil ich genau weiß, wie diese Zahlen errechnet sind, was da dahinter steckt. Es gibt dann noch immens viel andere Zahlen. Ich bin auch einmal vor vielen Jahren engagiert worden, um einen Vortrag über Bilanzkennzahlen zu halten. Und da kamen im Vorfeld schon, es war ein bezahlter Vortrag und ich habe mich dann ans Publikum orientiert. Da kamen im Vorfeld schon ganz komplexe Finanzzahlen. Ich habe die jetzt teilweise nicht mehr im Kopf. Ein paar davon musste ich selber nachschlagen. Aber wo es dann so viel Spielraum gab, ja, also dasselbe ist wieder, wenn ich mir immer dieselben drei, vier, fünf Kennzahlen anschaue, dann habe ich viel Erfahrung. Ja. Wenn ich ein und dasselbe Unternehmen habe und ich kann von 200 Bilanzkennzahlen, die man ab und zu auch findet, ja, mal die fünf raussuchen, beliebig, ja, die das beste Bild ergeben, dann wird das optimistische Bild eine ganz andere Darstellung vom Unternehmen ergeben, wie das pessimistische Bild, wenn ich mal absichtlich die schlechtesten raussuche. Und deswegen ist es meiner Meinung nach besser geeignet, sich immer dieselben rauszusuchen, lieber mit einigen wenigen Zahlen zu operieren, wo man aber wirklich ganz genau verstanden hat, ja, als sich irgendwas rauszusuchen, was das eigene Bild halt bestärkt. Also hier noch einmal, wenn ich gerade Tesla-Aktien gekauft habe und es gibt so einen psychologischen Effekt, dass das, was man gerade gekauft hat, dann immer im Nachhinein das Beste ist und man versucht, das im positiven Licht zu argumentieren, das macht halt auch einen erfahrenen Investor aus, der 20 Jahre Erfahrung hat, dass er diese psychologischen Krücken erkennt, ja, und versucht bewusst anders zu agieren. Und dann stellt man natürlich Tesla auch noch die tolle PowerPoint-Folie
zur Verfügung, wo ich sehe, wie hoch der Cashflow nicht wäre, wenn es kein Finanzergebnis gäbe. Nur es gibt halt einfach ein Finanzergebnis bei Tesla und nachher schaut der Cashflow viel anders aus. Soll aber hier in dem Video kein Tesla-Bashing werden, sondern es gibt hier eine ganze Reihe an Firmen, die, also aufpassen muss ich immer dann, wenn unorthodoxe Zahlen, die man sonst nur am Rande verwendet, auf einmal in Präsentationen ganz groß auftauchen, ja? Weil irgendwas kann ich dann immer finden. Ich werde das im Folgenden bei den allgemeinen makroökonomischen Zahlen noch ein bisschen ausführen, wo ich dann was anders darstellen kann, wenn ich möchte, als es ist. Und das ist natürlich die Aufgabe des Vorstandes und dementsprechend auch des Controlling und der Buchhaltung, zu einem gewissen Grad das Unternehmen möglichst positiv gegenüber den Shareholdern darzustellen. Solange keine Vorschriften verletzt werden, ist das absolut legitim, dass der Vorstand das Ergebnis möglichst im besten Licht erstrahlen lässt. Ja, aber als erfahrener Investor muss ich mir halt dann auch vor Augen halten, wenn der aber dafür vier Zahlen braucht, die ich sonst nie lese, ja, und die Zahlen, die ich sonst lese, zwar im Bericht drin sind, aber sonst auf den Folien nicht vorkommt, dann sollte ich eher vorsichtig werden. Ich sehe das sehr ähnlich von der Vorgehensweise von makroökonomischen Zahlen oder auch Zahlen, was die Finanzmärkte anbelangt. Ja. Ich schaue mal so ab und zu, wirklich nur ab und zu, auch den Kanal Finanzmarktwelt, ist das glaube ich vom Herrn Fugmann an. Ich mag den Typen ganz gern, der hat eine sehr sympathische Weise, das rüberzubringen. Aber da kommen quasi genau gegenteilig zu mir die Finanzgrafiken im Staccato. Ja. Ein 15-minütiges Video und 37 Grafiken, die gezeigt worden sind. Ja. Das hat alles seine Berechtigung. Ja. Allerdings kann ich damit halt nahezu alles zeigen. Ich gehe also auch da wieder nach der Devise vor. Ich suche mal lieber einige wenige Zahlen aus, die ich aber 100% verstehe, wo ich mich wirklich genau auch mit der Berechnung auseinandersetze, volkswirtschaftlich. Und das sind dann wenige Orientierungspunkte. Und dann denke ich eher beim Wandern oder so über diese wenigen Orientierungspunkte nach, wo ich mir aber wirklich ganz genau weiß, was das Ganze wiegt. Ja. Und um sozusagen einen kleinen Seitenhieb auf den Herrn Fugmann zu machen, der schon gestartet sei, wenn ich mir den Kanal anschaue, dann höre ich dort eigentlich seit 2 Jahren, wo ich immer mal wieder mal kurz reinschaue, dass die Krise unmittelbar bevorsteht. Ja. Ich würde ihn also als sehr sympathischen, aber als Permabären bezeichnen. Wenn ich auf den Kanal hören würde, hundertprozentig, dann würde ich ständig mein Cash zusammenhalten und auf den idealen Zeitpunkt warten, der aber dann, zumindest in den letzten 2 Jahren, seit ich den Kanal ab und zu verfolge, niemals gekommen wäre. Ja. Und obwohl ich mir sicher bin, dass jede einzelne Grafik, die dort gezeigt wird, vollkommen richtig ist, ja. So, wenn man sich aus 2000 möglichen Grafiken aus der internationalen Finanzpresse halt 30 raussucht, die dem eigenen Weltbild entsprechen, dann kommt da halt auch ein Bild raus, ja, das meiner Meinung nach auf diesem Kanal deutlich zu negativ ist, ja. Umgekehrt zum Beispiel der Mainstream-Finanzjournalismus, der wesentlich besser ist als der Mainstream-Journalismus generell. Zeitungen wie Der Aktionär, die auch einen YouTube-Kanal haben. Ich lese da ab und zu die Printausgabe, den YouTube-Kanal, weiß ich nur, dass er existiert. Die sind permanent zu optimistisch. Ja. Das ist auch ganz leicht zu erklären. Wenn ich Leuten, die Aktien habe, sage, dass ihre Aktien super sind, dann kriege ich viel Beifall. Wenn ich ihnen sage, dass die Aktien vielleicht Probleme haben, dann hört das in erster Linie mal der Sparer, der in Aktien spart, ungern. Ja. Deswegen umgekehrt zum Beispiel Aktionär ist durchaus auch eine interessante Zeitschrift, aber ich muss eben sehen, wenn ich die Zeitschrift Aktionär als einziges Weltbild genommen hätte, dann wäre ich in den letzten Jahren noch vor jeder Krise, was ich zum Glück nicht war, all in gewesen, ja, weil die Welt immer eitel Sonnenschein ist. Ja. Aber insgesamt möchte ich eben sagen, auch hier habe ich wieder das Bild, ich habe was Finanz Marktdaten anbelangt, ja, ich kann mir beinahe jedes Bild, das ich haben möchte, ja, mit irgendwelchen Zahlen untermauern. Und ich bringe hier auf dem Kanal relativ wenige Zahlen, die ich dann aber auch genauer erkläre.
und wo ich immer wieder über dasselbe rede, ja, wenn das den einen oder anderen vielleicht ab und zu ermüdet, wobei ich auch von den Kommentaren zum Glück nicht den Eindruck habe, ja, dann muss ich das zur Kenntnis nehmen, das ist meine Methode. Und was ich mir zum Beispiel seit 2 Jahren, seit es den Kanal gibt, immer wieder anschaue, ist die EZB-Bilanz. Und ich schaue mir zum Beispiel nicht an die Geldmenge M3, oder ich schaue sie mir schon ab und zu an, aber die EZB-Bilanz wird veröffentlicht, ja. Die FED-Bilanz in den USA wird auch genau veröffentlicht, auch die japanische Zentralbank-Bilanz wird veröffentlicht, manchmal mit 1-2 Wochen Verspätung, ja. Aber im Grunde weiß ich da, wie groß diese Bilanz ist. Also wenn eine Zentralbank Geld erschafft, dann druckt sie das Geld aus dem Nichts, ja. Erzeugt elektronisches Geld aus dem Nichts und kauft damit Assets, in den letzten Jahren zunehmend Staatsanleihen, und bringt das Geld damit im Umlauf. Ja. Also der Staat gibt 1 Million aus, macht Schuldscheine, die EZB kauft das auf, druckt die 1 Million neu und hat das nachher in der Bilanz. Das heißt, ich kann meiner Meinung nach die Geldmenge an der EZB-Bilanz ablesen. Ja. Es gibt einige, die sagen mit Recht, ja, man müsste die Geldmenge M3 dafür heranziehen. Hier habe ich aber noch die Chiralgeldschöpfung bei den privaten Banken und die ist nicht exakt messbar im Gegensatz zur EZB-Bilanz. Also lieber etwas nehmen, wo ich hundertprozentig weiß, wie bei der EZB-Bilanz, was steckt dahinter, als mit Geldmengen zu operieren, die zwar schön als theoretisches Modell sind, wenn ich das exakt hätte, ich habe es aber nicht exakt. Ja. Ich habe auf dem Kanal schon relativ früh gesagt, nämlich am Beginn dieses Jahres, die Zinsen für 10-jährige italienische Staatsanleihen, das ist meine Fieberkurve. Da schaue ich hin, weil ich sehr früh gesagt habe, die Zinswende wird die Inflation bekämpfen, das wird funktionieren, aber sie hat gute Chancen, eine Euro-Krise auszulösen. Ja. Gibt es andere Videos, wo ich sehr lang drüber rede, warum ich das erwarte. Ja. Aber um mir etwas Objektives zu suchen und mir nicht dann jeweils nach 2 Wochen genau die Daten herauszukramen, die meine These unterstützen. Ich möchte ja auch aus Eigeninteresse, weil ich in erster Linie selbst Aktionär bin, wissen, wenn ich irgendwo falsch liege, habe ich mir angeschaut, an was mache ich es fest. Und das waren die Zinsen für 10-jährige italienische Staatsanleihen. Die habe ich am Markt. Da gibt es Käufer und Verkäufer von italienischen Staatsanleihen. Da gibt es Daten, die sind an sich unstrittig. Ja? Also bei welchem Kurs die italienischen Staatsanleihen stehen und welche Rendite daraus sich ergibt, also jetzt gerade rund 5%, daran mache ich fest, dass sich hier was bewegt. Ja. Das kann ich wirklich am Markt ablesen, das ist für mich eine wirklich neutrale Zahl, die von niemandem so leicht beeinflussbar ist. Ja. Und ich suche mir aber dann nicht nach wöchentlich oder monatlich die Daten, die genau zu dem entsprechen, was ich vor 2 Monaten gesagt habe. Ich war dann auch einer der ersten, glaube ich, vor 3-4 Wochen, wo ich gesagt habe, da tut sich was. Ja. Jetzt geht's los, ja. Jetzt tut sich da was mit den italienischen Staatsanleihen. Knapp vom Urlaub habe ich noch im Handelsblatt gelesen, dass der EU-Gipfel von der Sorge um die italienischen Staatsanleihen überschattet ist. Langsam kommt das also auch im Mainstream an. Mein Fehler ist manchmal, glaube ich, wenn ich theoretisch über Sachen nachdenke, dass ich in dem Fall wie am Beginn des Jahres dieses Jahres, man sagt, Achtung, dort könnte es zu Problemen kommen. Oft, leider, meistens sogar, tritt das dann auch ein. Manchmal aber erst viele Monate, nachdem ich drüber nachgedacht habe. Das dürfte jetzt bei den italienischen Staatsanleihen so sein. Ist aber auch eine sehr schöne Zahl. Eben die Zinszahlungen oder der Kurs der italienischen Staatsanleihen ist nichts, was irgendeine Institution veröffentlicht. Also es ist dann die Börse, die die Daten preisgibt. Aber hier habe ich wirklich Marktdaten. Viel schlechter schaut es zum Beispiel aus. Das brauche ich aber, deswegen habe ich mir das auch mal sehr genau angeschaut, wenn es um Inflationsdaten geht. Weil Inflationsdaten sehr wohl manipuliert werden. Hier habe ich also staatliche Organisationen, die dafür, drücken wir es mal positiv aus, bezahlt werden, die Inflation zu messen. Es wird aber nicht nur gemessen, hier gibt es Modelle, ich habe eigene Videos drüber gemacht, weil ich mir das ganz genau angeschaut habe. An vielen Punkten bei der Inflation gehen Annahmen in die Inflationsdaten rein. Und hier fällt auf, dass die Annahmen immer so gewählt werden, dass im Zweifelsfall die Inflation ein bisschen niedriger ist. Ja. Es gibt hier oft kein richtig und kein falsch. Ich kann das eine annehmen und das andere annehmen, aber wenn ich es neutral angehen würde, dann müsste ich
einmal eine Annahme fällen, die eher zu ein bisschen höheren Inflation führt und einmal eine, die nur zu einer niedrigeren Inflation führt. Hier fällt auf, vor allem in der Europäischen Union, meiner Meinung nach noch stärker als in den USA, dass immer jene Annahme gewählt wird, wo die Inflation ein bisschen niedriger ist. Ja. Deswegen bin ich hier schon recht vorsichtig, wenn ich mit offiziellen Inflationsdaten arbeite. Die Zahl ist aber so zentral, dass ich sie oft verwenden muss. Ja. Allerdings sind die Annahmen, und das kann man eben, wenn man ganz genau weiß, von was man eigentlich spricht, dann kann man das in die Beurteilung mit einfließen lassen. Die Inflation wird also teilweise wird da getrickst. Der Eindruck, den da viele haben, ist schon richtig, dass die Inflation in Wahrheit etwas höher wäre, wenn man sie ganz korrekt messen würde als die offiziellen Daten. Aber es funktioniert nicht so, dass das jedes Monat anders gemacht wird, ja, sondern die letzte große Reform von Wirtschaftsdaten, die in der EU zentral, also wo die EU Richtlinien ergibt, die dann national umgesetzt werden, ja, die gab es 2015. Ja. Also die Inflation wird etwas falsch berechnet, ja, aber seit 2015 konstant falsch. Ja. Und wenn natürlich eben dann die Inflation am Beginn 2021, als ich diesen Kanal gemacht habe und gesagt habe, Achtung, wir kriegen ein Inflationsproblem nach Corona, das habe ich an der EZB-Bilanz festgemacht, wenn die Inflation da noch bei 2% war und 1,5 Jahre später bei 10% liegt, dann sehe ich auch, dass sich real was getan hat. Ja. Also dann ist die Inflation auch massiv gestiegen, auch wenn sie vermutlich beim Ausgang schon nicht 2% war, sondern vielleicht 2,2% und wenn sie im Höhepunkt nicht wie offiziell gesagt 11% war, sondern vielleicht sogar 13%. Ja. Aber dennoch ist die Veränderung dieser Zahl aussagekräftig und wenn die Inflation jetzt sich wieder halbiert hat seit den Hochs, dann bildet das auch was real ab. Ja? Auch wenn man sagen kann, die Inflation liegt heute, ich weiß es jetzt gar nicht auswendig, aber offiziell vielleicht bei 5%. Ja? Wahrscheinlich würde sie, ganz ehrlich gemessen, würde sie eher bei 6% liegen. Aber richtig ist dennoch, seit den 11%, die wir gehabt haben, ist sie deutlich zurückgekommen. Das heißt, ich suche mir hier einige wenige Zahlen raus, im Idealfall wie die EZB-Bilanz oder der Zinssatz, der Kurs von italienischen Staatsanleihen, sind das wirklich fast objektiv richtige Daten, weil sie wirklich Geldströme messen, die dahinter liegt. Ja, ich glaube also schon, dass die EZB-Bilanz richtig veröffentlicht wird, wenn die EZB 1 Milliarde an Staatsanleihen aufkauft, damit die Geldmenge erhöht und 1 Milliarde in ihre Bilanz gibt, dann so weit sind wir noch nicht, dass das falsch bilanziert würde. Dafür habe ich keine Anhaltspunkte, da gehe ich ja davon aus, dass das richtig ist. Der Kurs italienischer Staatsanleihen kommt durch Angebot und Nachfrage zustande, den kann ich messen, sind super Zahlen. Inflation ist schon ein bisschen weniger gut als Zahl, weil hier sehr wohl versucht wird, etwas zu tricksen. Deswegen muss ich mir das ganz genauer anschauen. Ja. Aber das sind drei Zahlen, die hier auf dem Kanal immer wieder vorkommen. Und ich weiß hier ganz genau, von was ich rede. Ja. Es gibt halt andere Kanäle. Und ich meine das wirklich nicht als grundsätzliche Kritik. Die anderen Kanäle machen das richtig. Ja. Ich muss nur ein bisschen vorsichtig sein, wie ich das dann beurteile für mich. Ja. Also zum Beispiel dieses FedWatch-Tool. Ja. Das verwenden mehrere Kanäle, die ich teilweise auch konsumiere. Also ich habe da schon öfter gesagt, ich schaue selber relativ wenig YouTube und wenn dann eher Do-it-yourself-Bastel- und Heimwerker-Sachen, weil wenn ich volkswirtschaftliche Sachen mal anschaut, dann schaue ich mal lieber die Geschäftsberichte oder ganze Bücher an, ja, und setze mich dann eher auf YouTube als mit Themen auseinander, die eher nur Hobbys sind. Aber der Kanal von Mario Lochner ist meiner Meinung nach sehr empfehlenswert. Ich mag seine Art, er macht das sehr sympathisch und bringt immer wieder interessante Gesprächspartner, interessante Statistiken. Aber dort sehe ich halt, da wird zum Beispiel öfter dieses FedWatch-Tool gebracht, wo man die genauen Wahrscheinlichkeiten hat, wie viele Marktteilnehmer, das sind eben Umfragen, rechnen mit Zinserhöhungen und Zinssenkungen. Und das ist natürlich für einen YouTube-Kanal super, wenn es gratis so eine, also dieses Tool kommt, glaube ich, wirklich von der Fed, wird dort veröffentlicht, dürfte so ein Copyright haben, dass es jeder herzeigen darf. Das wirkt dann irrsinnig professionell, wenn ich Spalten habe und ich sehe genau, wie hat sich das über die Zeit verschoben. Aber es bleibt eine Meinungsumfrage. Und es bleibt eine Meinungsumfrage, die in der Vergangenheit eigentlich immer falsch gelegen ist. Ja. Diese Wahrscheinlichkeiten waren niemals, wenn man es
4 Monate davor sieht, ja, so dass man das richtige Ergebnis rausbekommen hat. Ja. Wie gesagt, das ist keine Kritik dran, dass irgendjemand Umfragen macht und die Umfrageergebnisse bringt, aber wenn ich das dann auf die zweite Kommastelle mache, also 27,25% sehen die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung bei 38,39%, ja, dann ergibt das eine vermeintliche Sicherheit. Und wenn ich mir eigentlich ganz alte Videos anschaue oder mir einfach per Screenshot einmal festlege, was sagt dieses FedWatch-Tool zum Beispiel am Jahresbeginn, ja, dann sagt dort eine ganz hohe Anzahl an Teilnehmer in der Umfrage aus, dass die Zinserhöhungen im Frühling bereits abgeschlossen sein werden. Naja, jetzt haben wir doch noch welche im September gehabt. Ja. Also es gibt dann einfach sehr viele Informationen, die wirken super, aber meiner Meinung nach sind die Zahlen so unsicher, dass ich sie lieber komplett draußen lasse in meiner Beobachtung und dann auf dem Kanal auch natürlich nicht bringe. Ja. Was anderes ist zum Beispiel, da bin ich auch öfter nach den Kommentaren gefragt worden, müsste man beim Zusammenhang EZB-Bilanz, Inflation, nicht die Geldumlaufgeschwindigkeit mit berücksichtigen. Das ist ganz wichtig und ganz richtig. Eigentlich, ja, sozusagen müsste ich das mit berücksichtigen, weil für die Inflation ganz wichtig ist, wenn neues Geld in den Markt kommt, wird das auch sofort ausgegeben oder horten es die Haushalte. Ja. Keynes hat da hunderte Seiten über das Horten von Cash und wieder, also kann man sehr viel drüber nachlesen. Nur einfach die Sache ist, die Geldumlaufgeschwindigkeit wäre theoretisch eine super Sache, wenn ich die exakte Größe kennen würde. Das tue ich aber nicht. Ja. Ich weiß also in der Praxis, wenn man sich anschaut, wie die Geldumlaufgeschwindigkeit berechnet wird, und die wird auch teilweise sehr komisch unterschiedlich berechnet, ich komme dann auch zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen, ja. Vergleicht man mit Ländern zum Beispiel, wo ziemlich dasselbe passiert und hat eine ganz andere Geldumlaufgeschwindigkeit, die angegeben wird, weil das eben so schwierig ist. Ja. Wenn der Staat 1 Million Euro ausgibt, ja, und er gibt es zum Beispiel, er baut eine Brücke und gibt es 1000 verschiedenen Bauarbeitern, die da sehr trivial ausgesprochen, die damit involviert sind, ja, und die EZB kauft diese Schuldscheine von 1000 auf 1 Million und druckt eben neues Geld, bringt neues Geld in den Markt. Ja. Was die 1000 Arbeiter damit machen, ja, die tragen es einmal, weiß nicht, der eine zum Beispiel in seine private Pensionskasse, die damit wieder Staatsanleihen kauft. Das kann ich beobachten. Der andere Bauarbeiter geht lieber zum Wirten und investiert in ein paar Achterl. Kann ich nicht beobachten. Ja. Was dann der Wirt damit macht, ob das schwarz oder offiziell ist und so weiter, ja, also da geht es um wirklich relevante Summen und nicht nur um so kleine Anekdoten, wo einfach bei der Geldumlaufgeschwindigkeit viele Fragen offen sind. Ja. Und deswegen benutze ich sie also nicht. Ja. Das ist also quasi meine Methode, ja, lieber einige wenige Sachen zu beobachten, wo ich mir aber ganz sicher bin, von was ich da überhaupt spreche, ja, als jede Menge interessante Größen. Also wenn ich das rein von der Theorie her sehe, dann würde ich in meinem Modell quasi die Geldumlaufgeschwindigkeit sofort mit reinnehmen. Ja. Ich gehe es lieber so an und sage, ich kenne sie nicht. Ja. Schön wäre es, aber sie ist nicht beobachtbar für mich. Die Sachen, die veröffentlicht sind, sind mir so ungenau, es ist zu wenig erklärt, wie jeweils das genau gemessen wurde, ja, dass ich es lieber nicht beobachte und ich muss halt dann den groben Zusammenhang sehen. Ja. Nur, was bei mir dann wieder überbleibt, wenn die EZB sagt, sie muss jetzt wieder Staatsanleihen kaufen, weil die Staatsschulden sonst nicht finanzierbar sind. Ja. Und die EZB-Bilanz wächst um 1 Milliarde, um 1 Billion, um 1000 Milliarden, dann wird sich das in der Inflation zeigen. Ob das dann nach 3 Monaten der Fall ist oder erst nach 4 Monaten oder vielleicht sogar nach Wochen, ja, brauche ich für meine Zwecke auch nicht genau einschätzen können, aber ich weiß eben, ich kann das nicht so genau einschätzen. Ja. Also eine vermeintliche Sicherheit zu glauben, etwas zu wissen, was man dann nicht weiß, ist am Aktienmarkt viel tödlicher oder kostet viel mehr Rendite, als sich bewusst sein, dass man nur die Richtung, aber nicht die Geschwindigkeit einschätzen kann, was bei mir oft der Fall ist. Ja. Also solange die EZB ihre Bilanz nicht erhöht, ist die Inflation unter Kontrolle. Ja. Meine These ist, dass sie wird schon hartnäckig hoch bleiben aufgrund von Zweitrundeneffekten. Ja. Aber grundsätzlich haben wir die Höhehochstände der Inflation hinter uns. Wenn die EZB die Bilanz nicht mehr erhöht, egal was für andere Effekte kommen wird, dann wird es keine 11% in Österreich mehr geben. Da bin ich mal relativ sicher. Auf die These lasse ich mich gern festnageln. Und wenn die EZB wieder anfängt, Geld zu drucken, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir auch die 11% Inflation wieder erreichen. Aber das reicht mir quasi in meinem Universum, um dann
für mich ganz gute Strategien am Aktienmarkt daraus abzuleiten, auch wenn ich hier einige Unsicherheiten, vor allem was die Zeit anbelangt, mit drin habe. Ja. Es gibt dann, ja, also diese grundsätzliche Herangehensweise ist zum Beispiel auch eine, die bei mir bei Corona sehr viel geholfen hat, sehr früh zu erkennen, dass da irgendwas in öffentlicher Darstellung und Realität zwei verschiedene Ebenen sind. Ja. Ich habe also zum Beispiel von Beginn an, ich hatte da natürlich aus der Versicherungsmathematik kommend Wissensvorsprünge, aber nur angeschaut, die nationalen Statistikbehörden zählen ja jeweils die Gesamttoten. Ja. Das kann ich sehen. Ich brauche nur zum Beispiel eingeben, wenn ich beim Video, beim Hochladen dran denke, dann schreibe ich es in die Kommentare. Ansonsten erinnert es mich dran. Aber die Statistik Austria veröffentlicht zum Beispiel seit vielen Jahren, seit Jahrzehnten, jede Woche, wie viele Menschen in Österreich verstorben sind. Diese Zahlen kriege ich immer erst mit 3, 4 Wochen Verspätung. Also, wenn die Statistikbehörde zählt, bis das Ganze veröffentlicht sind, vergehen 3, 4 Wochen. Ich muss also ein bisschen warten. Ja. Aber dann habe ich unglaublich exakt Zahlen einer Behörde, die das seit 70 Jahren immer gleich macht, ja, und die es auch immer richtig macht, zu zählen, wie viele Leute sterben insgesamt. Das ist eine sehr einfache Zahl. Wenn man sich die als Grundlage hergenommen hat, also wer Zeit hat, macht sich dieses CSV-File wirklich mal auf und schaut sich da in Frühling 2020 an, wo ich also zu jeder Kalenderwoche die Anzahl der Toten hatte. Ja. Von der Panik mit R-Werten und Inzidenzen und so weiter, das sind Sachen, da habe ich auch von vornherein eher einen Bogen drumherum gemacht, weil ich sehe ja, ich sehe seit vielen Jahren, ja, wie viele Leute sterben pro Woche wirklich. Und da wird es mir schon auffallen, ja, wenn sich das auf einmal verfünffacht. Ja. Man sieht nicht mal eine Steigerung um einzelne Prozente im Frühling 2020. Ja. Die kommt dann erst 2021. Aber sozusagen, also auch hier hat das geklappt. Ja. Und durch die Panik, durch die Hysterie relativ ruhig und entspannt durchzukommen. Wenn man sich wenige Zahlen anschaut, ich weiß natürlich dann nicht, wer ist an Corona verstorben, wer ist an anderen Sachen verstorben, aber ich sehe einfach, wie viele Leute insgesamt in Österreich versterben. Und wenn das nicht viel mehr sind als sonst oder in dem Fall überhaupt nicht mehr als sonst, dann sehe ich auch, dass viele der Berichte zwar für sich genommen im Einzelnen nicht falsch sein müssen, aber doch insgesamt ein Vorkommen ein übertriebenes Bild abgeben. Also auch da hätte diese Methodik, die ich in der Finanz anwende, relativ gute Dienste geleistet. Ja, und schlussendlich noch, dasselbe gilt bei Experten, wo ich fast überall Experten für alles finde, die ein bestimmtes Bild wiedergeben oder nicht wiedergeben. Hier möchte ich noch ein paar Empfehlungen machen, weil ich da öfter gefragt werde, auf wen ich eigentlich höre, ja, wen ich mir anschaue. Also es gibt drei Experten, wenn die was sagen, dann höre ich ganz besonders gut hin. Das ist Ottmar Issing, der ehemalige EZB-Vorstandsmitglied, graue Eminenz der Zentralbanker, der so sich im Abstand von 3 bis 6 Monaten mal mit Interviews zu Wort meldet. Ich mag das sehr gern momentan, diese alten Herren, die schon in Pension sind und vermeintlich nicht mehr zu verlieren haben. Also das ist nicht bös gemeint, aber die halt einfach ihren Ruf schon aus der Vergangenheit haben, die sich da oft viel mehr trauen als Menschen, die am Beginn ihrer Karriere stehen und heute mit einem System konfrontiert werden, wo sie nur dann Karriere machen, wenn sie die richtigen Thesen haben. Da steht also dann oft Wahrheit versus Karrierepfad und da haben es Leute, die im Ruhestand sind, die ihre Pfründe schon abgesichert haben, einfach sehr einfach, sehr viel angenehmer. Also Ottmar Issing ist jemand, auch wenn man auf der Vergangenheit auf ihn gehört hätte, ja, dann hätte er sehr vieles nicht überrascht, was man wo man vielleicht überrascht worden ist, wenn man die öffentlich-rechtlichen Medien als Informationsquelle wahrnimmt. Hans-Werner Sinn hier zu nennen, als ja wahrscheinlich auch prominentester Ökonom in Deutschland, das auch nicht zu Unrecht. Ja. Hier kann man auch ein bisschen sagen, dass er früher vielleicht viel weniger, also was er meiner Meinung nach schon wusste, aber öfter mal sich auf die Zunge gebissen hat, jetzt wo er halt nicht mehr IFO-Chef ist, sagt er noch deutlich mehr, der auch zum Thema Inflation eines der profundesten Bücher geschrieben hat, wo er ein kohärentes Weltbild hat, das Zukunftsprognosen erlaubt. Das ist immer eine sehr gute Sache. Und dann noch Thomas Mayer, der glaube ich jetzt der Chefökonom bei Flossbach und Storch ist, früher Chefökonom der Deutschen Bank war.
oder zumindest einer der führenden Ökonomen der Deutschen Bank war, der ebenfalls ein sehr lesenswertes Buch über die Inflation geschrieben hat, wo er allerdings kein geschlossenes Weltbild und Modell hat, sondern der es eher empirisch angeht und sich aus der Vergangenheit wirtschaftsgeschichtlich Sachen ableitet. Das sind quasi so Leute, denen ich sehr gern zuhöre, ja. Es gibt dann auch andere Sachen, man ist dann überschwemmt mit Leuten, die ich weniger gern zuhöre. Ja. Also in einem der letzten Videos, wo ich argumentiert habe, warum die Inflation hartnäckiger hoch bleiben wird, kam dann der Kommentar, ich lösche sowas nicht, wenn was höflich formuliert ist, dann lasse ich hier auf dem Kanal eigentlich alle stehen, aber lernen Sie doch von Herrn Flassbeck. Ja. Da habe ich schmunzeln müssen, ja, weil Flassbeck war in den letzten 5 Jahren nach meiner Wahrnehmung zu jedem Zeitpunkt mit seiner Zukunftsprognose falsch. Ja. Er sagt seit 10 Jahren oder seit 5 Jahren die drohende Deflationskatastrophe voraus und stimmt halt nie. Selbst am Höhepunkt, dass wir 11% Inflation in Österreich ist, hat er der Welt erklärt, warum das gar keine Inflation ist. Es sieht zwar jeder im Supermarkt und so weiter, ja. Also Flassbeck zum Beispiel ist einer derer, die meiner Meinung nach 100%ig glauben, was sie sagen. Ich würde ihn also auch nicht den Status eines Experten mit einem meiner Meinung nach falschen Weltbild strittig machen. Ja, ich glaube, er glaubt das, was er sagt. Ja, es lohnt also dann vielleicht einmal ihn ab und zu zuzuhören, um auch das Gegenteil zu haben. Aber man kann halt festhalten, und da habe ich beim Kommentar schmunzeln müssen, nein, ich orientiere mich schon lieber an Leuten, die in der Vergangenheit recht mit ihren Prognosen gehabt haben, und auch meine waren nicht so schlecht. Ich muss jetzt nicht unbedingt von jemandem lernen, der zwar sehr gut sprechen kann, aber wo dann so ziemlich immer das Gegenteil passiert. Wenig überraschend sagt Herr Flassbeck auch jetzt wieder die Deflationskatastrophe voraus. Ja. Also das ist so ein Gespenst meiner Meinung nach. Ich weiß auch nicht wirtschaftsgeschichtlich, wo das jemals eingetreten sein soll. Ja. Also nicht, dass die Preise einmal einen Monat um 0,3% sinken. Das kann immer wieder mal passieren. Das ist in Japan in den letzten 10 Jahren passiert. Aber diese Deflationsspirale, dass also alles billiger wird und die Leute fangen auf einmal an, nichts mehr zu kaufen, weil sie erwarten, dass es in einem Monat noch billiger wird. Dadurch gibt es eine immense Kaufzurückhaltung, ja, durch diese Inflation, und die Wirtschaft bricht massiv ein. Ja. Also ich würde echt gern wissen, wo das empirisch schon mal beobachtet worden ist. Ja. Wird auch diesmal nicht passieren, weil die Zentralbanken, so wie sie den Spielraum haben, die Geldmenge wieder ausweiten werden, aber das führt jetzt hier zu weit. Also Heiner Flassbeck ist sicher ein Experte, meiner Meinung nach, dem man ganz klar nicht zuhören müsste. Ja. Also er ist in der Vergangenheit meiner Meinung nach immer falsch gelegen. Ja. Ich spreche ihm aber nicht ab, ja, dass er nicht ganz ernsthaft an das glaubt, was er sagt. Ja. Er wirkt vollkommen authentisch, ja, und geht da, glaube ich, mit bestem Wissen und Gewissen an das Ganze ran, hat nur meiner Meinung nach ein falsches Modell. Ja. Gefährlicher wird es meiner Meinung nach, wenn ich also wirklich daran interessiert bin, einige wenige Punkte mal anzuschauen, die aber Orientierung bieten im Finanzsystem, wenn ich die Mainstream-Medien aufmache. Ja. Dort habe ich also Ökonomen wie Marcel Fratscher, die meiner Meinung nach, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, ihr Leben lang nur für staatliche Institutionen gearbeitet haben und Karriere gemacht haben, indem sie immer das gesagt haben, was die Politik gerade hören wollte. Ja. Wahrscheinlich glaubt auch er wirklich das, was er schreibt. Ja. Hier ist man aber so weit in einem obskuren System drin, ja, wo er auch, also quasi in den letzten Jahren, wenn die Frau Lagarde gesagt hat, es gibt keine Inflation, es wird keine Inflation kommen, hat der Herr Fratscher das in einer Kolumne untermauert mit, es wird keine Inflation kommen. Wenn die Politik gesagt hat, die Inflation ist nur temporär, wir machen eh alles richtig, stand der Herr Fratscher quasi geistig Gewehr bei Fuß und hat das Ganze ökonomisch argumentiert. Ja. Ich habe da so unlängst einen Artikel gelesen, also unlängst im Sommer irgendwann, wo der Herr Fratscher schreibt, die Massenauswanderung aus Deutschland, ja, nach den Corona-Maßnahmen hat natürlich nichts mit Corona zu tun, sondern es sind die Wahlergebnisse der AfD, die die Menschen in Massen zum Auswandern bringt. Ja. Also das ist ein Realitätsverlust. Ich komme jetzt zu Österreich. Ja. Umfragewerte von 20-30% für die rechte Partei bei uns, die FPÖ.
sind was, das hatten wir in den vergangenen Jahren immer wieder mal, dann immer wieder mal nicht. Ja. Wenn ich mit Leuten spreche, die ausgewandert sind oder nicht ausgewandert sind, also der Herr Fratscher hat dann sogar geschrieben in dieser Kolumne für die Welt, ja, die Menschen wollen selbstbestimmt agieren, ja, sie wollen sich nicht vorschreiben lassen, was sie zu tun haben, da hat er vollkommen recht. Aber dann eben den Bogen zu kriegen, aber es sind nicht sozusagen Staat, der immer weiter vorschreibt, bis hin zu in Deutschland einrichtungsbezogenen Impfpflicht und so weiter, die viele Leute zum Nachdenken bewegt haben, sondern es ist das Wahlergebnis der AfD, dass die Massen, also in Österreich habe ich den sprunghaften Anstieg der Auswanderung 2022 ebenso, ja, in Österreich sogar die größte Auswanderungswelle, glaube ich, seit dem Ersten Weltkrieg. Also ich habe mir die Daten in der Vergangenheit angeschaut, in den letzten 20 Jahren sind niemals so viele Leute ausgewandert wie 2022, das sind Fakten. Und weil wir vor 20 Jahren noch deutlich weniger Eigenwohner hatten, glaube ich, dass niemals in der Zweiten Republik eben seit dem Zusammenbruch der Habsburger Monarchie so viel ausgewandert sind. Auf jeden Fall war es letztes Jahr die stärkste Welle. Also dass das jetzt mit den Wahlergebnissen der Rechtspopulisten, egal was man davon hält, zu tun hat, das ist abenteuerlich, sondern wenn man mit den Leuten redet, die das Land verlassen haben, dann hört man ganz, ganz andere Gründe. Ja. Also hier muss man, glaube ich, auch nochmal unterscheiden zwischen Menschen, die so wie Heiner Flassbeck meiner Meinung nach ziemlich treffsicher Fehlprognosen abgeben, denen ich aber überhaupt nicht unterstelle, ja, dass sie hier nicht vollkommen authentisch sind. Also Herr Flassbeck ist sicher ein intelligenter Mensch, der, glaube ich, eben ein paar ökonomische Fehlannahmen hat, ja, aber der ehrlich zur Diskussion beitragen will, ja, und somit auch gute Informationsquelle, auch wenn er öfter falsch lag. Noch lieber sind mal Leute wie Hans-Werner Sinn oder Ostmar Issing, die schon seit relativ langer Zeit vor der Zentralbankpolitik warnen und wo das hinführen wird, die also auch konsistente Prognosen hatten. Ja. Aufpassen muss ich bei Menschen, die in der Vita haben, ja, auch wenn sie Ökonomen sind und natürlich studiert haben und so weiter, aber die ihr Leben lang nur bei staatlichen Organisationen angestellt waren und die in der Vergangenheit mit Prognosen, wenn sie falsifizierbar waren, ja, immer falsch gelegen sind. Ja. Da ist also dann schon sehr, sehr nahe, also das Bild eines Propagandisten des Systems, der als Ökonom so hervorgeht, was wollen die Oberen hören und wie verpacke ich das dann möglichst gut mit irgendwelchen Grafiken. Hier die Brücke zum Eingangsstatement. Ich finde also immer irgendwelche Zahlen, die gerade das untermauern, was ich sagen will. Ja. Wenn ich aber am Aktienmarkt dauerhaft Erfolg haben will, dann muss ich mich nicht selbst bestätigen, ja, sondern ich muss sogar im Gegenteil die eigenen Thesen immer wieder mal kritisch hinterfragen. Ja. Und da eignet sich zum Beispiel eben auch, wenn man ein paar feste Pflöcke ins Erdreich einbuddelt, eben zum Beispiel EZB-Bilanz, ja, oder die Kurse von 10-jährigen Anleihen, Staatsanleihen in Italien, ja, und wenn ich mal im Vorhinein ausmache, daran mache ich es fest, ja, daran mache ich meine Theorie fest, weil wenn zum Beispiel die italienischen Staatsanleihen in 2 Monaten aus irgendwelchen Gründen wieder auf 2,5% Rendite absinken und die EZB-Bilanz bleibt konstant, erhöht sich also nicht, dann hätte ich einen Fehler in meiner Theorie. Ja. Und das ist quasi das Schöne, wenn ich mal im Vorhinein sage, da und daran mache ich es fest, ja, dass ich mich auch selber falsifizieren kann. Ja. Weil meine These wäre einfach, die italienischen Staatsanleihen gehen erst dann in der Rendite zurück, wenn die EZB die Bilanz wieder ordentlich öffnet und das heißt dann Inflation. Ja. Aber das kann ich dann beobachten. Und wenn das, was ich beobachte, nicht zu dem passt, was ich vorher prognostiziere, dann habe ich auch die Möglichkeit, dass ich, wenn ich irgendwo einen Denkfehler drin habe, und das wird mir immer wieder passieren, das ist mir in der Vergangenheit natürlich auch schon passiert, dass ich ihn selber vorab sehen kann und wenn möglich noch korrigieren kann, bevor der Markt zuschlägt. Ja. Was ich aber heute eben mal aus dem Urlaub zeigen wollte, in einem längeren Video, ich sehe gerade auf der Kamera, mehr als 50 Minuten haben wir schon, dazu hat mir in den letzten Wochen die Zeit gefehlt. Ich wollte mal viele Fragen beantworten, mit dem auch, warum ich eigentlich genau diese Methodik wähle. Ja. Also lieber einige wenige Zahlen, die ich immer wieder bespreche, wo ich schaue, was sich tut, was sich getan hat, das ständig sozusagen neue Größen reinzuholen, das ist immer ein bisschen gefährlich. Ich mag mich natürlich nicht gegen neue Sachen sperren. Wenn ich irgendwann einmal beim Nachdenken zu der Idee komme, ich sollte noch irgendeine zusätzliche Variable in meine Überlegungen reinnehmen und ich sehe auch, die ist gut publiziert,
Die kann ich im Idealfall messen und nicht berechnen. Ja. Und es gibt eine Institution, die das tut, dann werde ich das natürlich machen. Aber eben, ich würde vorsichtig sein, ja, vor allem bei Informationsquellen, die immer andere Variablen in den Vordergrund stellen, je nachdem, was sie gerade brauchen, um ihre Überzeugung zu argumentieren. Ja. Gute Prognosen stützen sich nach meiner Meinung nach auf die immer selben beobachtbaren Variablen Größen. So, das war's aus dem Urlaub. Ich hoffe, das war für den einen oder anderen interessant und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Grüß euch.